Kapitel 17. Lügendetektor-Test und Verhör. Am 14. August 2018 gegen 5.45 Uhr rief die Polizei Christopher an, um ihn zu fragen, ob er etwas von Shanann oder dem Mädchen gehört habe. Er verneinte dies und sagte, er habe nichts gehört. Um 7 Uhr morgens beschloss die Polizei, dass es an der Zeit war, zusätzliche Hilfe anzufordern. Sie gab einen Be-on-the-Lockout-Aufruf heraus und veröffentlichte eine Pressemitteilung. Das CBI rief bei der Polizei an, um mitzuteilen, dass sie die Pressemitteilung gesehen hatten und eine Vermisstenmeldung herausgeben würden, und bat sie um zusätzliche Hilfe bei der Suche nach Watts. Die Polizei stimmte zu und teilte mit, dass jemand unterwegs sei, um sie zu unterstützen, und dass man ihr alle Einzelheiten des Falles mitgeteilt habe. Als das FBI und das CBI zusammentrafen, teilte die Polizei ihnen alle Informationen mit, die sie durch die Befragung von Christopher, Shanann's Freunden und Kollegen sowie durch zahlreiche Durchsuchungen des Hauses der Watts erhalten hatten. Am 14. August um 18.45 Uhr rief die Polizei Christopher an und bat ihn, zur Polizeiwache zu kommen, damit sie ihm einige Fragen stellen konnten. Dieser teilte Christopher mit, dass Shanann und die Mädchen möglicherweise in einer Walmart-Filiale in Longmont gesichtet worden waren. Die Fotos zeigten eine erwachsene Frau und zwei weibliche Jugendliche in dem Geschäft. Sie zeigten Christopher die Fotos und er bestätigte, dass es nicht Shanann oder auch nicht die Mädchen seien. Sie trafen sich zu diesem Zeitpunkt nur kurz, aber er erklärte sich bereit, am nächsten Tag für weitere Befragungen zurückzukehren. Er verließ die Polizeiwache gegen 23 Uhr an diesem Abend. Bevor er die Polizeiwache an diesem Abend verließ, erklärte sich Christopher auch damit einverstanden, dass die Polizei am nächsten Morgen eine weitere Hausdurchsuchung durchführen dürfe. Da er in dieser Nacht bei Freunden übernachtete, konnten sie so früh wie möglich ins Haus kommen. Sie kamen am 15. August um 6 Uhr morgens in seinem Haus an. Sie führen eine gründliche Durchsuchung der Wohnung der Watts durch. Dabei stellten sie fest, dass sich in der Mülltonne in der Küche ein Laken befand. Warum sollte Christopher, wenn er die Tat geplant hatte, so unvorsichtig sein, ein Laken im Küchenabfalleimer zu hinterlassen? Entweder wollte er ertappt werden oder er hatte etwas ganz anderes im Sinn. Sie stellten fest, dass es nur ein Spannbettlaken und einen Kopfkissenbezug gab. Auf dem Kopfkissenbezug befand sich eine Art Rückstand, der wie Glitter aussah. Um 11 Uhr am 15. August traf Christopher auf dem Polizeirevier von Frederick ein. Es sollte ein Lügendetektortest durchgeführt werden, dem Christopher bereits zugestimmt hatte. Die Tür zum Verhörraum war automatisch von innen verschlossen, aber es steckte ein Schlüssel im Schloss, den man drehen konnte, um die Tür zu öffnen. Sie erklärten Christopher, dass die Tür zum Schutz der Privatsphäre geschlossen sei, er aber nicht verhaftet sei und jederzeit gehen könne. Er sagte, er habe verstanden. Der Agent trug während des Lügendetektortests und der Befragung keine Waffe, keine Dienstmarke, keine Handschellen, keine Magazine und keine anderen polizeilichen Gegenstände. Christopher wurden die Verfahren des CBI für den Lügendetektortest erklärt. Er unterzeichnete die Belehrung über seine Rechte, erklärte, dass er seine Rechte verstanden habe und mit der Befragung und dem Lügendetektor fortfahren wolle. Christopher unterzeichnete auch eine Einverständniserklärung, in der er seine Bereitschaft erklärte, sich einem Lügendetektortest zu unterziehen. Um 16 Uhr war der Lügendetektortest beendet und Christopher wurde mitgeteilt, dass er den Test nicht bestanden habe. Er leugnete immer noch, irgendetwas über die Geschehnisse mit Shanann und den Mädchen zu wissen. Der FBI-Agent sagte ihm, er müsse ihnen gegenüber ehrlich sein. Das Einzige, was Christopher zugeben wollte, war eine Affäre mit Nicole. Bevor Christopher die Ereignisse rund um das Ableben der Mädchen und den Fundort ihrer Körper bekannt gab, entdeckten Ermittler der Polizei von Firestone mit Hilfe einer Drohne, die mit einer Kamera ausgestattet war, das fehlende Bettlaken und zwei schwarze Plastiksäcke auf einem Feld in der Nähe des Servi 319 Öltankgeländes. Außerdem entdeckten sie einen Bereich mit frisch aufgewühlter Erde in der Nähe der geräumten Einfahrt des Geländes. Die Polizei identifizierte die frisch bewegte Erde und machte sich daran, Shanann aus dem heimlichen Grab zu bergen. Während der Entnahme verpackten die Beamten Shanann's Hände in einen Sack und legten außerdem ein sauberes Laken auf den Boden, um etwaige Beweise zu sichern, die zu diesem Zeitpunkt noch nicht sichtbar waren. Aufgrund der Verwesung war es schwierig, sie auf Fotos zu erkennen, aber aufgrund von Christophers Geständnis wurde vermutet, dass es sich um Shanann handelte. Ihr Körper wurde gegen Mitternacht vom Tatort entfernt. Es wurde ein Lügendetektortest mit einem anerkannten gerichteten Lügenvergleich, dem Utah-3-Fragentest, durchgeführt. Für die Untersuchung wurde ein computergeschütztes Gerät von Lafayette verwendet, das die elektrodermale Aktivität der Atmung und die Herz-Kreislauf-Funktion kontinuierlich überwacht und aufzeichnet.
Darüber hinaus wurde ein Bewegungssensor-Pad verwendet, das die periphere Verhaltensaktivität und die Kooperation während der Untersuchung aufzeichnet. Das Gerät wurde von der Untersuchung einer internen Selbstkalibrierung unterzogen. Die FBI-Agentin stellte Christopher vor dem Polygraphentest eine Reihe von Fragen. Sie bat ihn, ihr Möglichkeiten zu nennen, wie eine Person das Verschwinden von jemandem verursachen könne. Er begann mit: Man kann jemanden anheuern, also ich bin nur ehrlich. Sie bat ihn, über alle möglichen Szenarien nachzudenken, und er sagte, er könne jemanden anheuern oder jemand würde jemanden, den er kenne, dazu benutzen, es zu tun. An diesem Punkt kicherte Christopher und sagte ihr, dass das schwierig sei, sowas zu beantworten, weil er nichts mit dem Verschwinden zu tun habe. Er meinte, er wolle nicht darüber nachdenken. Der Agent erklärte ihm, dass eine Person das Verschwinden einer anderen Person physisch herbeiführen könne. Er stimmte dieser Aussage zu. Sie bat Christopher, alle physischen Möglichkeiten aufzuzählen, wie eine Person das Verschwinden einer anderen Person herbeiführen könnte. Er sagte, jemand mit dem Messer oder Ski oder mit einem stumpfen Gegenstand, sowas. Was gibt es sonst noch? Ich meine, alles Mögliche. Christopher schien zu überlegen, also sagte sie, also man könnte jemanden die Luft abschnüren. Er wiederholte, was sie sagte, und sie sagte sofort, du könntest jemanden die Luft abschnüren? Er sagte, ja, man könnte jemanden die Hände, ja, das kann man, all diese Dinge. Ich meine, es ist schwer, jetzt überhaupt an solche Dinge zu denken. Sie fuhr damit fort, ihm zu sagen, man jemanden ertränken oder sowas könnte. Sie fragte ihn, ob ihm noch andere Möglichkeiten einfielen. Und er überlegte, sie in eine Falle locken, denke ich. Die Agentin bat ihn um eine Erklärung und er sagte, naja, man könne jemanden um die Ecke warten lassen und es könnte ein Unfall passieren, zum Beispiel von einem Auto angefahren werden. Sie meinte zu Christopher, dass eine Person eine andere Person entführen könnte und er stimmte zu, dass jemand eine Person irgendwo hinbringen und Dinge antun oder sie ohne Essen und Wasser zurücklassen könnte. Dann erklärte er, dass jemand eine andere Person vergiften oder sich prügeln könnte, um sie verschwinden zu lassen. Sie fragte ihn, ob er mit dieser Frage im Test ein Problem hätte und er sagte, er könne diese Frage auf jeden Fall beantworten. Die Beamtin erklärte Christopher, sie wolle nur sicher gehen, ob er Shannons Verschwinden physisch verursacht habe. Sie erklärte ihm, dass man sich manchmal schuldig fühlen kann, wenn man jemanden zum Verschwinden bringt, zum Beispiel wenn man seinem Ehepartner sagt, dass man sich trennen möchte. Christopher meinte, das sei der Grund, warum ich mich in diesem Moment wie ein Idiot fühle. Sie wies ihn erneut darauf hin, dass es bei dem Test nur darum gehe, ob er ihr Verschwinden physisch verursacht habe und nicht nur darum, dass sie gegangen ist, weil sie sich über das Gespräch am Montagmorgen im Bett aufgeregt hat. Sie erklärte ihm, dass sie ihn bei dem Test nur über Shannon befragen würde. Sie sagte ihm, dass es nicht schwer zu vermuten sei, dass Shannon und die Mädchen wahrscheinlich irgendwo zusammen seien. Sie erklärte ihm, dass der Lügendetektor-Test, den sie durchführen würde, ihm nur Fragen über Shannon stellen würde. Als nächstes erklärte die Beamtin Christopher, dass sie ihn bei dem Lügendetektor-Test fragen würde, ob er über das letzte Mal, als er Shannon gesehen hat, gelogen habe. Und er antwortete, nein. Sie bat ihn zu beschreiben, wann er Shannon das letzte Mal gesehen habe und er sagte, das letzte Mal, als er sie gesehen habe, sei sie im Bett gewesen, nachdem er mit ihr gesprochen habe. Christopher erzählte, dass Shannon im Bett lag und ihm gerade gesagt habe, dass sie mit den Mädchen zu einer Freundin gehen würde und später zurückkommt. Er meinte auch, Shannon habe sich an diesem Morgen nicht abgeschminkt, bevor sie ins Bett ging. Das letzte Mal, dass er seine Kinder gesehen habe, sei auf dem Babyphone gewesen. Die Beamtin teilte ihm mit, dass sie über das Worst-Case-Szenario sprechen müsse, wenn er Shannon aus dem Weg geräumt hätte, wäre das Bild, das er beschrieb, nicht das letzte Mal gewesen, dass er sie gesehen habe. Christopher sagte, ich weiß, das sehe ich auch so. Sie sagte ihm, wenn er Shannon im Haus etwas angetan habe, sei sie offensichtlich irgendwann entfernt worden, sodass sie im Bett liegend nicht das letzte Mal gewesen sei, dass er sie gesehen habe. Christopher meinte, dass das stimme. Schließlich sagte sie Christopher, sie wolle ihn am Lügendetektor befragen, ob er wisse, wo Shannon jetzt sei. Er antwortete, ich weiß es nicht. Man klärte ihn auf, dass er bei den Ermittlungen gegen eine vermisste Person kooperiere und die Frage sich darauf bezog, dass er den Aufenthaltsort von Shannon kenne, ihn aber jetzt der Polizei mitteile. Es wurde ein Bekanntschaftstest durchgeführt, um Christophers Eignung für den Test zu beurteilen und die physiologische Ausgangssituation zu ermitteln. Christopher war in der Lage, den Anweisungen zu folgen und gab angemessene Antworten. Die folgenden relevanten Fragen wurden definiert und im Detail überprüft und Christopher in 3 Wiederholungen gestellt. Haben Sie das Verschwinden von Shannon physisch verursacht? Antwort: Nein.
Lügen Sie über das letzte Mal, als Sie Shannon gesehen haben? Antwort: Nein. Wissen Sie also, wo Shannon jetzt ist? Antwort: Nein. Ich habe die psychophysiologischen Antworten von Christopher auf die oben genannten relevanten Fragen bewertet. Ihre professionelle Meinung war, dass Christopher während des Tests nicht wahrheitsgemäß geantwortet hat. Die globale Analyse der physiologischen Daten ergab, dass sie von ausreichender interpretierbarer Qualität waren, um eine standardisierte numerische Analyse der Testergebnisse durchzuführen. Die Analyse der Polygraphentests unter Verwendung des empirischen Auswertungssystems ergab statistische, signifikante numerische Werte, die den Schluss zulassen, dass Christopher bei der Beantwortung der oben genannten Fragen eine Täuschung anzeigte. Während der Agent den Raum verließ, um die Polygraphentabellen auszuwerten, blieb Christopher im Befragungsraum und sah sich auf seinem Handy Videos an, in denen seine Mädchen kicherten und spielten. Als die Agenten in den Raum zurückkehrten, um mit ihm über seine Täuschung zu sprechen, hatten sie auch ein ausgedrucktes Foto von Bella und Celeste dabei, das sie vor Christopher auf den Tisch legten. Sie teilten ihm mit, dass es klar sei, dass er während des Tests nicht ehrlich gewesen sei und er den Lügendetektortest nicht bestanden habe. Chris erwiderte: Okay. Der Agent sagte ihm, dass sie ihn nun bitten würden, darüber zu sprechen, was tatsächlich passiert sei. Er erklärte: Ich habe bei dem Lügendetektor nicht gelogen, ich verspreche es. Der Agent antwortete ihm: Es ist Zeit, und bat ihn, innezuhalten und tief durchzuatmen.